Hallo meine Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von Emma Spider So What. Ich glaube, das ist auch das Beste, was er tun kann, nicht mehr zur Schule zu kommen. Ja. Dass sie ihn noch nicht rausgeschmissen haben, wundert mich. Wie bitte, der wurde nicht bestraft? Dafür, dass er versucht hat, jemand anderen zu töten? Naja, vielleicht, weil er seine Strafe schon bekommen hat. Kann ja sein. Ob sich Kumokos Schicksal und das Schicksal der Kiddies irgendwann mal überschneidet. Ja, die Blonde ist definitiv die Lehrerin, das sieht man an den Haaren. In den Park zu gehen ist Kiddie-Stuff. Okay. Wie bitte? Man denkt anscheinend auch erst 30, oder? Oder noch älter. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als mal rauszugehen, oder? Anstatt immer in der Klasse zu sitzen. Also es ist eine gewisse aggressive Ader hat er schon vorher gehabt. Ach, das ist die. Das ist Kumoko. Da kommt einfach nicht mit seiner Eifersucht klar. Das ist das Ganze, was ihn so hat werden lassen.
Wer ist denn das eigentlich? Das scheint auch einer zu sein, der nicht so wirklich viele Freunde hat in der Klasse, oder? So wie er aussieht. Oh, wer ist das? Also was wurde der wiedergeboren? Oh, so ein Zombie. Lass sie doch, wenn sie lieber lesen will. Was interessiert denn dich das? Oh, was blöde Zicken. Oh, ey, das geht ja mal gar nicht hier. Ey, wie bitte, die hätte die geschlagen, wenn er nichts gesagt hätte. Oh, was ist das für eine blöde Sau? Hildegard recht, dass sie in den Drachen verwandelt wurde. Oh, das arme Ding. Oh, sowas macht mich so wütend. Dann könnte ich hier gerade schön mitten in die Fresse schlagen. Spooky. Das ist auch nicht besser, oder? Oh, bin ich froh, dass ich dort nicht zur Schule gehen muss, ey. Wahnsinn, dieses Mobbing. Das ist so furchtbar. Unglaublich. Ja, ich hätte ihm gerade recht, dass er die ganze Soße im Gesicht hat. Ruft sie jetzt jeden echt einzeln auf? Ich frage mich, was aus dem etwas sehr ruhigen jungen Mann geworden ist mit den Augenringen. Jetzt freue ich mich sogar noch mehr, dass sie ein Drache geworden ist. Geschieht ihr sowas von recht? Das ist bestimmt der ruhige Kerl von vorhin und noch jemand anders. Wetten, dass aus dem irgendwas richtig Cooles geworden ist? Das würde mich freuen für ihn. Sie lügt doch, oder? Der ist bestimmt gestorben, sie will es ihnen einfach nur nicht sagen. Jetzt fällt es ihnen endlich ein, oder? Dass da ja noch jemand war? Wow, was ist geht mit ihr ab? Siehst du, sie Kiss? Wow, okay. Spinnchen, ist alles in Ordnung mit dir? Ach, das ist die Spinne in ihrem Kopf. Also. Oh mein Gott. Das aussieht.
einfach auf den Boden werfen und rollen. Sie duscht sich selber mit ihrem Gift ab, okay. Ich glaube, es ist nicht das Feuer, was sie umbringen wird, sondern dass sie dauernd mit der anderen Spinne spricht, oder? Es wird irgendwann hier zu Gaga. Was ist mit ihr los? Ach du meine, jetzt brennt sie schon wieder. Ich frage mich, ob sie irgendwann komplett ganz anders aussieht, ob sie irgendwann menschlich aussieht. So ab Level 30 oder so. Power Level Runic. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum da im Intro 4 Spinnen sind, okay. Das heißt, sie unterhält sich irgendwann. Oder sie kriegt noch mehr andere Spinnen im Kopf hier. Oh, ist ein Chaos. Ich verstehe. Warte, Magie hat sie vorher noch gar nicht eingesetzt, ne? Okay. Power Operation. Ha. Bin ich ja mal gespannt, was sie zuerst benutzt. Power Operation. Ich sehe schon, irgendwann wirft sie dann Spinnen, brennende Spinnenfäden. Wie ging der Spruch, der mir nicht mehr einfällt, über die Pfeife? Das ist keine Pfeife. Jetzt geht sie bestimmt wieder auf Futterjagd, oder? Angie Abyss Magic, verstehe. Ei! Es siehst du mal, das sieht immer so einfach aus, wenn andere Leute das machen. Aber wenn sie das macht, ist das super schwer, diese Dinger zu halten hier. Vor allem so viele. Es ist doch sonst immer nur eins. Ja, Übung macht der Meister. Wie alles. Wie kann sie eigentlich ihre Magiepunkte wieder aufladen? Wie funktioniert das? Ach. Hütchen. Wenn es wirklich noch mehr werden, dann frage ich mich, wo die herkommen. Spaltet sich dann ihre Persönlichkeit? Eine dritte Spinne! Hä? Ach, das sind alles Anteile ihrer Persönlichkeit, oder? Aber ich verstehe nicht, warum sich das aufspaltet.
Jetzt kriegt ihr gleich die Möglichkeit, es auszuprobieren. Oh, was ist das? Was kommt da? So in it. Aha. Die Folge heute ist ein bisschen konfus. Oder komme ich nur einfach nur wieder nicht mit? Jetzt brennt sie schon wieder. Oh Gott, was kommt jetzt? Also eigentlich müsste jetzt was richtig Großes kommen, damit sie ihre Magie einsetzen kann. Hier. Oh, oh, oh. Wieder so ein Seepferdchen? Hm? Was ist das? Das sieht aus wie schon aufgefressen. Nur der Rest. Ja, aber wirklich. Da hat sich anscheinend jemand bedient, ja, der ziemlich groß ist. Oh. Oh, das ist ja nett. High-ranking Fire Dragon. Okay. Naja, ob sie das schafft. Also mit allein mit Spinnengift denke ich nicht, dass das funktionieren kann. Da muss sie dann doch immer eine Magie einsetzen. Ja, der steht halt nicht auf Spinnen, ja. Ganz nachvollziehen. Cool. Jetzt benutzt sie echt alles. Wow. Vorhin war es noch so wobbelig und jetzt auf einmal. Krass. Also sie behält zumindest immer die Nerven. Ja, aber ob das reicht, um so ein Ding zu töten? Was ist denn das für ein krasser Faden gewesen? Hä? Wie besiegt man sowas? Braucht man da Wassermagie oder Erdmagie oder wie funktioniert das? Aber das macht sie gut. Da wird er sie zum ersten Mal macht. Nicht schlecht. Aber das ist auch nur, weil sie jetzt auf einem höheren Level ist. Ja, damit kann sie ihn schon mal lähmen, aber wenn sie überhaupt an den Rand kommt. Eieieiei. Oh oh. Wie bitte? Was? Krass. Oh oh. Ah, ihr Faden sieht so dick aus. Oh oh. Ja, definitiv. Warte mal, sie kann ihn ja immer noch, wenn er sie jetzt geschluckt hat, dann kann sie jetzt ihr Gift einsetzen. Bullseye. Aber ob das reicht? Krass. Wow. Wo kommen auf einmal all diese Attacken her? Was geht jetzt ab?
Also wenn es so weitergeht, dann levelt sie hier wieder 10 Level auf, ja? Ich habe mir keine Zeit jetzt. Ach. Oh mein Gott, die Lunte. Spinne, du brennst. Ja, der ist doch ein bisschen stärker. Ja, der ist ein bisschen höher im Level und in der Intelligenz. Ja. Oh oh. Ich muss das nachgoogeln, warum sie plötzlich so viele. Warum da plötzlich so viele Spinnen in ihrem Kopf sind. Wie ich schon vorhin schon meinte, ich gehe mal davon aus, dass es Anteile ihrer Persönlichkeit sind, die sich abspalten. Ja. Ich meine, es würde ja Sinn machen, so einsam wie sie ist, dass sie irgendwann anfängt, mit sich selbst zu sprechen. Hey, das hat sich geändert! Das sind neue Bilder! Oh, das wird bestimmt lustig, wenn sie sich dann zu viert unterhalten und diskutieren, welche Attacken sie einsetzen und welche nicht. Oh mein Gott. Komm, die hat doch immer noch ein Ass im Ärmel. Hier. Komm schon. Kann sie die Feuerbälle nicht irgendwie umleiten? Zurückschießen? Also beißen kann sie nicht. Da ein paar sehr dicke Schuppen. Oh. Wie wär's mit... ich glaube nicht, dass es geht, wenn sie ihr Netz benutzt, um die Sachen zurückzuschmeißen. Aber das funktioniert nicht. Dass sich überhaupt jemand an sie erinnert? Wie bitte? Hä? Ich bin verwundert, dass sie überhaupt so drauf reagieren. Ich meine, weil vorher hat sich kein Hund um sie gekümmert hier. Also, naja. Naja, wahrscheinlich werde ich nächste Woche erfahren, warum die so verwundert sind, dass sie gestorben ist. Vielleicht ist es ja wirklich, weil es ihnen leid tut oder so, oder weil sie gehofft haben, dass vielleicht die ganze Klasse inkarniert wurde. Aber naja, wie gesagt, ich werde es nächste Woche wirklich erfahren. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, dann gebt mir ein Like, das kann ich mir folgen. Und danke fürs Zusehen. Bye, bye.